Na gut, da ich vor 6 Monaten nicht angefangen habe. Achso, das war Steam. Also auf Steam habe ich 50 Stunden. Auf Dingens hier. Good Old Games habe ich Witcher in 15 Stunden beendet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In 15 Stunden. Witcher 2 haben wir 31 Stunden für gebraucht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, würde ich sagen. Also ich glaube, es geht schlechter. Für meinen allerersten Spieldurchlauf von Witcher 1 habe ich 75 Stunden gebraucht. Für den zweiten tatsächlich nur 15 Stunden. Alter! Als wir vorhin angefangen haben, konnte ich die in Briagen noch nicht so schnell besiegen. Die Krieger. Diesen haben sie auch zerstört. Und jetzt 3 Schläge. Hier ist ein Feuerchen. Also eine Hommage an. Jetzt. Da steckt der Schatz. Sollen wir es nochmal probieren? Da haben wir nämlich beim letzten Mal einige Schwierigkeiten mitgehabt. Da waren wir aber auch nur einige Level drunter. Sollten uns für die Erscheinungen eigentlich nur noch 3 Level fehlen. Wir kommen hier tatsächlich hoch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier sind die anderen Wölfe. Schlecht. Okay, berghoch kann er tatsächlich nicht rennen. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil das geht ja im echten Leben quasi auch nicht. Zumindest nicht so ein Berg, wie wir da gerade bezwungen haben. Greif. Glaube ich. Probieren. Ich weiß es nicht. Komm, wir probieren. Wow. Eine unbekannte Stufe sogar. Ach du. Ah! Okay. Okay. Unser dritter Tod. Dritter oder vierter Tod. Aber gut, dass wir gespeichert haben. Dann ignorieren wir das einfach mal. Jo, Stufe 13. Die werden uns jetzt noch nicht mal als so böse angezeigt. Ja, passt. Wir sollten vielleicht nicht unbedingt hier an einem Hügel kämpfen. Was hat. Warte. Erst einmal kurz Geisteröl aufs Schwert packen. Mittlere Rüstung. Ach so, grüne 9.
Ne, wir haben sie. Dann einmal hier der Brief. Liebste Elke, ich danke den Göttern, dass die Narren an sie glauben. Zweimal haben wir nun schon unseren Nutzen daraus gezogen. Das erste Mal, als wir diesen Haufen Silber aus dem Tempel gestohlen haben. Keiner hat was gesehen, denn wer wäre tapfer genug, den Zorn der Götter auf sich zu ziehen, dem er einen solch heiligen Ort entweiht? Und dann haben wir alles in Ruinen versteckt, die eigentlich von den Elfengöttern verflucht sein sollen. Niemand wagt sich in ihrer Nähe, nicht mal auf Sichtweite. Wir mussten die Sachen also nicht mal richtig verstecken, weil sie dort sicherer sind als bei der Vivaldi-Bank. Wir verbringen die Nacht im Wald und dann reise ich nach Novigrad und suche einen Käufer dafür. Wir werden reich, Elke, reich. Und vielleicht werfe ich dann auch etwas in den Teller als Zeichen meiner Dankbarkeit an Aberglauben und Dummheit. Dein Edgar. Ja, Edgar hat es nicht geschafft. Eine Mittagserscheinung. Schwere Rüstung. Schwere Rüstung ist natürlich jetzt noch besser. In dieser Mittagserscheinung ist halt gerade, dass wir kein Leben haben. Also keine Heilung haben. Das ist eigentlich gerade das große Problem gewesen. So. Was haben wir denn noch an Kleinkram. Okay, nur eines. Das ist da hinten. Aber wir haben endlich schwere Rüstung. Ich bin einfach kein Fan von der leichten Rüstung. Zumindest nicht bei der Art von Kämpfen, wie wir sie halt haben. Es gibt zwar Spiele, in denen ich auch leichte Rüstung mal ganz gut finde. Aber das hält sich eher in Grenzen. Okay, hier sind auch Erscheinungen. Aber schwächere Erscheinungen. Können wir das jetzt einmal. Ja, ich renne sie zurück, um dich zu töten. Seid ihr diejenigen, die in Velen die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sie, wir sind Verkündiger des Blitzes. Und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Mhm. Schluss damit. Aufhören. Wir hören doch nicht auf einen Schwachkopf an der Leine der Religion. Religion interessiert mich weniger. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die Priester, nicht die Götter. Und die Angst hält sie in den Fesseln der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral oder gar keine Moral. Sagen wir es mal so, Religion ist mir ja auch in Spielen eigentlich regelrecht Wumpe.
kann von mir aus jeder halt glauben an das, was er will, solange es halt keinem schadet. Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Ja, hat ja super geklappt. Einfach nur durch Faustschläge haben wir sie getötet. Da hätten wir aber auch anders vorgehen können. Na gut. Was soll's. So. Alter, wir haben aber schon gut was weg. Naja. Bis auf hier. Okay. Hab ich's gesagt. Das ist weiterhin die Hauptquest. Wo ist das? Boah, das ist ganz am anderen Ende der Karte. Quasi. Das war das. Rennen Krähenfeld. Nebenquest. Grätschling war woanders. Das ist da auch ganz oben. Huch. Anna aus den Wäldern. Mittelhain. Das wäre jetzt halt schon eher was, wo wir jetzt nochmal hingehen könnten. Dann könnte ich halt hier einmal noch die letzten Orte abklappern. Ich würde das jetzt aber auch natürlich mit Pferd machen. Schneller. Weil dafür sind wir jetzt einfach zu weit weg. Dass ich da jetzt noch hinlaufe. Verlassene Städte. So ist gut. Mir bleibt keine Wahl. Ja, ja, Geralt. Ist er da gerade erfroren? Okay. Wer bist du denn? Achso, ich dachte, das hätte vielleicht irgendeiner dieser Square Tail sein können. Ist er aber nicht. Ah, dann haben wir von da aus jetzt wahrscheinlich auch so einen Punkt. So ein Schnellreisepunkt, oder? Haben wir. Ja, nein, vielleicht. Nein, schade. Haben wir nicht. Naja, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Schneller. Also einmal ganz umsonst niedergemacht hier. Für 50 Erfahrungspunkte ist das jetzt nicht so berauschend. Wir reiten über Stock und über Stein in die weite Welt hinein. Langsam. Okay. Plötze will nicht. Moormixer. Was jetzt? Okay, eine erweiterte Form der Ertrunkenen. Ich
schätze ich einfach mal. Na gut, sie sind jetzt... Also einzeln sind sie nicht stark. In der Gruppe, ja gut. Aber in der Gruppe können wir sogar... Gruppe 7 Gegner die Fräse polieren. Moornixer. So, gibt's in der Nähe ein Boot? Ja, da hinten. Da hinten gibt es ein Boot. Na gut, dann rennen wir da tatsächlich einmal kurz hin. Wird hier hoffentlich halb so wild sein. Ich weiß halt nicht, ob wir wirklich so weit schwimmen sollten. Beziehungsweise ob uns da nicht irgendwas passieren könnte. Also was Ernsthaftes passieren könnte. Wäre jetzt nämlich auch nicht so super. Ja, du musst keinen Hechtsprung machen. Hier hinten sortieren wir es noch. So. Auch wieder nur Moornixer. Ah. Das ist also die Verbrennung dann. So. Ich wollte zwar jetzt eigentlich nicht unbedingt in den Tod gehen. Wir haben es ja gerade noch so geschafft. Gut, hier war wohl auch seit Jahren keiner mehr. Werkzeug, hoch. Achso, das... Ah! Ah, okay. Ich verstehe. Ach, für die Waffen haben wir also gar nichts. Naja. Schade. Müssen wir auf jeden Fall bald zurück. Eigentlich möchte ich ungern, dass das Schwert futsch geht. Geralt. Und schon.
Wir müssen zumindest einmal kurz hoch. Hätten die Frage. Wo ist das andere? Ah, da geht's rein. Okay, gefunden. Die Reitwürde will nicht rein. Die Reitwürde will nicht rein. Ah! Wir werden sterben. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Gerald wird hier nie wieder lebend rauskommen. Oh Gott. Wir werden ertrinken. Wir werden grausam ertrinken. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Ja. Ah, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. So, was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ah, Stahlwaffe. Aber das ist wohl. Ich will das Schwert nicht aufgeben. Wir sagen einfach. Nein. Jo, dann können wir auch die beiden Orte hier nochmal kaspern. Bin ich blöd? Ich muss weiter. Ja. Yeah. Hier sind Drachen. Oh, okay. Ich will nicht. Dann lass mich hier bloß weg. Ich habe Drachen furchtbar gern, aber nein. Einfach nur nein. Wenn sie so sind wie der Greif, dann bitte nicht. Kann ich da dankend drauf verzichten? Okay, bitte einmal aufsteigen. Bitte einmal hier an Land. Speichern. Leicht kaputte Hütte. Weg, 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 weg. Einfach nur weg. Weg. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Dann. Den Ort merken wir uns für wann anders. Gerät. Ja. Hui. Ja, okay, die. Mit denen kann ich. Trainieren. Okay. Wow. Lass mich hin. So, wow. Da. Nachdem wir jetzt alles geöffnet haben. Also das hier müssen wir uns, wie gesagt, vormerken. Da sind wir eindeutig zu schwach für. Dann also einmal nach da hinten.
Wer ist das Klügste? Hürhot, mein Pferdchen, Hürhot. Laufplätze! Reite geschwind. Er reitet da geschwind durch Nacht und Wind. Gerät. Aber warte. Hier ist. Ist Amazon so ein Ding. Amazon. Ah, okay, Gerät. Danke. Machen wir einmal Schnellreise. Und dann würde ich einmal kurz Pause machen. Ja, doch. Eine kurze Pause. Ein kurzes Päuschen. Muss ich mir nochmal wohin. Und dann bin ich auch gleich sofort wieder da. Doch, ich lasse das einmal ganz kurz an. Bis gleich.